Okay, also wir müssen leveln. Warte. Ja, ich lasse die Ingame-Zeit besser laufen, dann geht die schneller vorbei. Jetzt ist es ja wichtig, dass sie vorbeigeht. Den Ethereum wollen wir leveln. So, wie sieht das denn aus bei dir? Du könntest noch mehr Survival gebrauchen. Yep. Und mehr Athletics, aber da müssen wir uns schon entscheiden, was es gibt. Dann gibt es noch einen Punkt Survival. Gebe ich noch einen Punkt auf Schleichen? Ja, komm. Ist ja, also ich meine, wenn man unterwegs schon die ganze Zeit klonk, klonk, klonk macht, ist ja schon. Aber die Rüstung ist halt auch mega schön. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie diese schweren Rüstungen, die gefallen mir in dem Spiel viel besser als die anderen, weil die sind immer sowas von impressive. Ja, was brauchst du noch so? Da, Dingens, da haben wir noch. Noch nicht? Ich hab dir deinen Waffenfokus noch nicht gegeben, Edea. Was zur Hölle? Ja, dann nimmst du natürlich deinen Waffenfokus für Ritter, weil du ja immer mit dem Schwert rumrennen wirst. Wie konnte ich das vergessen? Beziehungsweise bis jetzt nicht machen. Okay, und die nächste Stufe. Ja. Da sind sie schon wieder weg, die Punkte. Ach, da hatte ich es ihm bei den Fighter-Fähigkeiten hatte ich es ihm schon gegeben. Okay. Ist noch das? Mhm. Okay. Ist das eine Tür, das Schild? Ja, das ist dieses Schild, was wir ganz am Anfang in dem Dorf, wo wir zuerst hingekommen sind, wo wir auch den Edea aufgesammelt haben. Da war doch dieser Schmied, der gesagt hat, dass irgendwie seine Eisenlieferung fehlt und dass die Leute, die er damit losgeschickt hat, vermutlich von Banditen überfallen worden sind. Und dann sind wir dahin, haben uns ordentlich auf die Fresse geben lassen. Haben die Eisenlieferung eingesagt, haben sie bei ihm abgeliefert und er hat uns dafür diese Tür gegeben. Auch ich meine, mehr Schaden ist doch eigentlich ganz nett, oder? Ja. Fertig. Ja, ich meine, wer will nicht schon immer mal eine Tür zum Rumtragen haben? Die Grieving Mother. So, was kannst du und was sollst du können? Ja, du solltest auch noch einen Punkt auf Survival kriegen. Und Athletics kannst du auch nicht. Ja, awesome. Da kannst du schleichen wie sonst noch was. Warum eigentlich? Ja, dann nehmen wir. Ich nehme erst hier einen Punkt drauf. Ist wichtiger. Auch dieselbige werde ich jetzt benutzen, mich verkrümeln. Okay. Dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht und hau dir die Tür nicht irgendwo hin.
Das hatte ich und das hatte ich. Okay. Mach das. Okay. Das. Oh ja, das ist cool. Das nehme ich. Also eigentlich würde ich auch noch gerne welche von den unteren Stufen nachnehmen, aber ja. Das da, das würde ich eigentlich gerne nehmen. Da soll ich lieber das nehmen. Halt für Schaden einfach cooler. Ach komm. Mehr Schaden ist mir gut. Noch viel Spaß und Blutglück und lasst euch die Pizza munden. Ja, machen wir. Es ist die beste Pizza der Welt. Seriously. Ach ja, die braucht auch einen Waffenfokus für Ritter. Weil sie später mit einer Armbrust rumrennt. Gut, dann nehmen wir das doch einfach. Dann gebe ich hier trotzdem noch einen Punkt da drauf. Und das nächste Mal dann Survival. Denn die wichtigen Sachen für Survival hat sie ja schon. Ach so, die habe ich alle genommen irgendwann. Okay. Wie viele Punkte kriegt man denn noch für diese Fähigkeiten? Holy shit. Macht sich jetzt Bandnudeln mit Steinpilzen. Lecker. Aber wir essen trotzdem Pizza, oder? Das fand ich, glaube ich, cool. Was macht das? Na. Ja, genau. Das ist cool. Das ist an sich schon cool, aber irgendwie hat das nie so viel Schaden gemacht, wie ich gehofft habe, glaube ich. Das ist krass cool. Das mit dem Dominate ist auch cool, funktioniert leider irgendwie öfter mal nicht so gut. Also ich glaube, ich würde einfach hier so die Buff-Sachen benutzen. Sieht mir, glaube ich, ganz sinnvoll aus. So. Ja klar, das ist gut. Ja. Mehr Pizza ist mehr gut. Und genau, direkt nächste Seite der Kana. Da kriegst du dein Schönes. Ja, ich glaube das Übliche, Athletics und Survival. Ego, was tust du mit der Cat Cam? Ich muss mich mal einen Moment zurückziehen, brauche eine Weile Ruhe. Sag Bescheid, wenn ich mich um die Pizza kümmern soll. Ja, so wie gesagt, so in einer Stunde ungefähr wollte ich Schluss machen. Beschwörungen. Das macht zwei Will-O-Wisps. Ja, gut, okay, das ist nett. Achso, und das andere auf der Stufe habe ich, glaube ich, schon. War das mit dem. Ja, mit dem Dingens. Was ist das? Doof. Könnten wir mal, naja. No Wisps. Okay.
Ja, okay, das wäre jetzt vielleicht für diesen einen Kampf ganz cool gewesen, aber ich möchte nicht extra eine Beschwörung dafür nehmen, dass ich da einen Kampf packe, wenn das ewig dauert, bis er so viel Zeug gesammelt hat, dass er das auch anwenden kann. Ja, ich nehme einfach die Will-O-Wisps, auch wenn es ein bisschen, naja, lame ist. Oh, jetzt habe ich die Kibo-Nasen verpasst. Was ist denn jetzt los? Jetzt ist der Nightbot am Ausrasten, ja? Na dann. Ja, Will-O-Wisps. Scheiße. Hast du schon deinen Waffenfokus? Hast du schon. Awesome. Der Feine. Und das macht? Wer das macht? Oh, das ist cool. Ja, das ist auch cool. Ja, blutiges Gemetzel geht immer. Und mehr Unterbrechung geht auch immer. Ja, nee, dann würde ich tatsächlich zuerst. Das hier nehmen. Und dann kriegst du einen Punkt hier rauf und einen Punkt hier rauf. Und Phasen sind auf der anderen Seite, Stufe 3. Das ist cool, ja. Und das ist cool. Das macht den Abwehr und das macht. Ja, das wollen wir. Fertig. Halbwegs. Following your lead. Dann kann ich jetzt, glaube ich, das eine geht, was ich machen wollte, machen. Es bestand aus. Ja? Ja, wenn nicht das da. Das da. Und genauso wie das letzte Mal. Da hast du, glaube ich, nicht so viel Beschränkung, wie viel du eingeben kannst. Deshalb ist das der superschnelle Sehenssehr-Song. Sag das 10 schon mal schnell hintereinander. Absolutely. So, wir haben alle gelevelt. Einmal rasten vermutlich noch. Obwohl ich gar nicht weiß, ob ich jetzt Mechanik brauche. Ach naja, Schaden tut's nicht. Könnte natürlich auch einfach den Cheat-Bonus nehmen. Ja, komm. Why not? You know, there are accounts of watchers in all of the regions I've visited. If the adventuring life doesn't work out for you, you could always read souls for coin, give people advice,
Tell them which family they're related to and whom they should duel for past offenses. Ja, das klingt nicht nach einer Karriere, die ich anstrebe, aber danke für die Info, Kana. Ich werde mich daran erinnern. Freut mich, dass du das so amüsant findest. Ja. Watcher sein ist ja jetzt nicht so die reine Freude, ne? Wahrscheinlich könnte ich die Leute von allerlei Dingen überzeugen. Wie nett. Oh, Kana sei still, also wirklich. Ja, danke für die Info. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Ist wahrscheinlich ungefährlicher gegen Biester als gegen Biester anzukämpfen, schätze ich mal. Und ein Drama soll es dir dabei auch nicht fehlen. Ja, nee, sorry. Also Drama habe ich genug in meinem Leben. Alter, ist das Schwert von der Pelagina lang? Habe ich nicht gesagt. Keeps coming along nicely. Ja, stimmt. Das ist das schönste Schloss, was ich jemals hatte. Ach, von da aus. Oh Gott. Okay, wir sind jetzt 16 Stunden für umsonst durch die Gegend gelatscht. Weil ich nicht wusste, dass man da oben lang gehen muss und nicht da lang gehen kann, wenn man nach rechts will. Es ist heute so definitiv nicht mein Tag für Spielen und Streamen und alles. Jetzt aber. Na, Halleluja. Aber Hauptsache, wir bringen die Zeit rum. So those feathers, that's a blessing of Helia? So they say. Well, that's lucky. Where I'm from, we see a feathered lady, we start worrying maybe her dad got frisky with his hens. I guess you can always trust a farm boy's head to go there first. Seid nicht so viel zueinander, Leute. Ich tausche mal das Haustier aus. Ich habe vergessen zu fragen, welches Haustier wir nehmen wollen, aber ja. Meistens wird sich eh kein Tier gewünscht, also kann ich auch nehmen, was ich will, glaube ich. Hier stehen einfach so Wettergeister rum. Warum genau? Hier, Fabius, du kriegst endlich deine Soulbound Weapon. Ah, das finden die nicht gut, wenn ich klaue, ja? Naja. Aber die letzten Bittergeister waren immer relativ einfach. Oh, das klaue ich immer wieder der Nahkampfwaffen nehmen denn. Stand.
Merke gerade, dass ich mal wieder nicht so viel Heilpotenzial dabei habe. Ja. Hier, hol die Lin mal wieder. Ist nicht eigentlich? Ja, du kannst dich doch bewegen, dann geht ihr doch mal woanders hin. Oh, ich kann was tun. Ja, ich fürchte, dann werden es wohl Will-O-Wisps. Ja, du darfst nochmal so ein Sonnengedönsi machen. Du könntest dich auch tatsächlich mal heilen und es nicht immer nur antäuschen. Ich meine, ich habe es dir jetzt nur mehrfach eingegeben, ne? Yes. So, dann nimmst du doch mal wieder den Bogen, wenn es im Nahkampf doch zu gefährlich ist. Sehr schön. Hat ja nur Lynn ganz dolle umgehauen. Ja, ich dachte, man könnte vielleicht mit ihr mal wieder in den Nahkampf gehen. Vielleicht über das gefährliche Level heraus werden auf Level 9, aber anscheinend eher nicht so.
Da, hier, Hieravios. Das ist jetzt deine Waffe. Die musst du leveln. Käfer. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch auf Käfer treffen, aber hoffen wir mal das Beste. Sehr gut, er ist noch gar nicht weitergekommen. Ja, aber bei ihr geht es wenigstens ganz gut voran bis jetzt. I'd be glad to.